Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zum zweiten Video nach dem Urlaub. Ich bin immer noch ein bisschen unrasiert, ich weiß, es tut mir leid. Aber das hier steht vor der Tür. Yeah, und wir müssen das Gerät hier jetzt mal ganz schnell auspacken. Ja, ich habe ja in diesem Video hier über das Thema Lüften und Stängel im Rasen gesprochen und über das Problem, dass man eigentlich diese waagerecht wachsenden Grashalme hochreißen, hochbürsten oder auch zerkleinern muss, dass es dazu Groomer gibt. Ja, und dann habe ich mich nach Groomern schlau gemacht und habe eine Firma gefunden, die Firma Turf Pro. Und die Firma Turf Pro stellt Geräte her für den Profibereich und die hat solche Groomer wie dieser Australier sie auch verwendet. Und naja, da wollte ich ja seinen kaufen. Er ist ein bisschen teuer. Habe ich gesagt, nee, kaufe ich nicht. Und dann hat die Firma gesagt, aber Rasenfreak, du darfst ihn testen. Yeah! Na, dann packen wir ihn mal aus. Ich glaube, ich brauche ein Messer. Das fängt ja schon mal gut an. Das fängt ja schon mal gut an. Cool. Das fängt ja schon mal gut an hier, Schatzi. Cool. Gleich eine Mütze. Ja, nee, aber das ist eine coole Nummer. Ein Gerät zum Testen. Ja, und nicht, dass ihr euch wieder wundert, wenn ich was gestellt bekomme, dann muss ich es nach dem deutschen Mediengesetz als, nee, wo ist es jetzt da, als Werbesendung deklarieren. Das lässt sich nicht ändern. Und ich finde es einfach nur super cool, dass ich die Möglichkeit bekomme, solche Geräte zu testen. Und ich hoffe, ihr findet das auch super cool und ihr könnt das mal gerne auch kommentieren. Ich kann mir nicht so ein Gerät mal eben kaufen, um daraus dann keine Werbesendung zu machen. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, das ist eine coole Nummer und ich glaube, ihr findet das auch ganz cool. Aber schreibt in die Kommentare mal zu dem Thema vielleicht etwas. Ich bin sehr gespannt. So, jetzt packen wir das Ding aus. Ui. Na, das sind ja fette Räder. Was ist denn das für eine Maschine? Tja, das wird ein bisschen länger dauern, glaube ich. Machen wir es ganz schnell. Der Groomer kann auch auf einen Spindelmäher umgebaut werden. Deswegen hat mir die Firma auch ein Spindelmesser dazu gepackt. Mal sehen, ob wir das machen, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall hier ist Untermesser und Spindel dran. Ich spüre es zumindest, dass es eine Spindel ist. Kann man da wo reingucken. Oh ja. Da. Da seht ihr es. Ah ja, interessant. Also kann man auch als Spindelmäher verwenden. Spannend. So, nur mal schnell den ersten Eindruck kriegen hier. Richtig Schwitzwasser hier drin. Wir hatten heute so eine brutale Hitze. 33 Grad. Seit Tagen schon. Mein Rasen sieht fantastisch aus. Dass der diese Hitze jetzt übersteht. Darüber werden wir noch mal in Ruhe reden. Also diese Kaliumdüngung, diese Stressmanager-Düngung, die war wirklich nicht schlecht. So, ich will mal kurz gucken, was das hier ist. Ah, eine gerillte Rolle. Schick. Cool. Sehr cool. Gerillte Rolle. Ganz easy. Ha!
Hey. Hey. Ui. Krasses Pferd. Jetzt hier im Schatten. Knallfolie. Heieieiei. Das ist ein Groomer. Krasses Pferd. Mega. Hier ist noch was. Oh, eine Einstelllehre. Da gibt es denn sowas? Eine Einstelllehre für die Spindel und auch für den Groomer. Ja, das finde ich ja richtig cool, dass sowas mitgeliefert wird. Ja, das ist cool. Honda Motor. Auch gut. Nett hier mit so einem mit so einem Knötchen, mit dem Knötchen gesichert. Na, Wahnsinn. Wie die das unten. Ach, das ist nur der. Ah ja. Blech. Nein, nicht. Metall, nicht Blech. Oh, ist Knallfolie. Heiß. Heiße Nummer. Die werde ich wahrscheinlich trennen müssen hier. Nein. Nein. Wahnsinn. Ist das Licht noch gut, Schatz? Oh. '19 hergestellt. Guck an. Bedford View in South Africa. Genau, Freaks. Protea ist eine südafrikanische Spindelmäher und Rasenmäher und Groomer-Marke. Bewegt sich. Total spannend. Und ja, wir werden das Ding natürlich ausgiebig testen. Das mache ich nochmal als letztes hier. Kabel durchschneiden. Vorsichtig, vorsichtig. Zack. Nicht klar. Ups. Wurde gefallen. Ach so, den muss man wahrscheinlich hier noch ein bisschen runterstellen. Sonst klappt er dagegen. Nee, nee, passt. Funktioniert. Ist das so untergefallen? Rechts. Rechts? Das rechte Fach rein. Nein. Ach, da. So, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die saß dazwischen. So als Zwischenscheibe. Ja. Das kann man mal in Ruhe machen. Ganz anderes Design als das, was man so kennt. Cool, dann nehmen wir den mal runter. Jetzt habe ich ja glücklicherweise meinen Sohn dabei. Ich nehme mal eben anfest. Aber die ist gar nicht so schwer. Geht? Nee. Geht nicht? Nee. Wer? Halt, hast du? Oh. Oh. 70 Kilo. Hätte ich vorher sagen sollen. Dankeschön. So, ich bin fertig. Okay. Frag mich was. Cool. Gut, hey, lieber Radelfix, das ist also ein Groomer. Da werden wir im nächsten Video noch mal einiges zu sagen, warum das sinnvoll ist, vielleicht sinnvoll ist, ein separates Gerät als Groomer zu benutzen und nicht die Groomer-Einheit direkt am Spindelmäher dran zu haben.
Riese Vorteil ist natürlich, wenn man jetzt kein Spindelmäher hat, könnte man natürlich dann auch mit einem Sichelmäher arbeiten und dem Groomer. Ja, danke fürs Zuschauen und abonniert mich, damit ihr immer die neuesten Videos nicht verpasst. Ne, hier oder da, irgendwie da unten, müsst ihr mal gucken, dass ihr nicht die neuesten Videos verpasst. Denn es geht hier jetzt locker weiter mit vielen spannenden Videos vom Rasenfreak. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Yeah.